Hallo, mein Name ist Ernst Jonscher. Das ist jedes Mal von Neuem unglaublich. Sieht aus wie ein Sternenhimmel aus Parasiten, die aber nur 20 Mikrometer groß sind. Und sie sehen aus wie kleine Raumkapseln. Die einzelligen Parasiten, an denen wir arbeiten, bilden Dauerstadien aus, die 20 Mikrometer groß sind. Und in denen sie in der Umwelt bis zu 5 Jahre überleben können. Und ich will wissen, wie das geht. Und dazu möchte ich mehrfach für die konfokale Mikroskopie nach Hamburg fahren. Für die Unterkunft und die Spesen habe ich bereits Geld gespart, aber für die Fahrtkosten bitte ich euch um eure Unterstützung. Könnten wir von den Parasiten lernen und diese Strukturen und deren Bausteine verstehen, so könnten wir neue Biomaterialien entwickeln und in diese Strukturen Medikamente verpacken und somit besser in den Körper schleusen. Grundpraktikum mit 50 Studenten und da fallen nur die Besten und die Schlechtesten auf. Und er war so interessiert, hat mir gut gefallen. Es ist gut, Ernst zu unterstützen, weil er sehr fleißig ist und es schafft, halt Studenten für sich zu begeistern, anderen Studenten zu helfen und jetzt auch Hilfe verdient. Ich kenne den Ernst aus Praktika und Vorlesung und er ist einer, der hinterfragt. Führt dich einfach durch und ich denke, wenn einer Wissenschaftsgeschichte schreibt, dann könnte es ernst sein. Passt auch super in so ein Team rein. Und zusammen mit den vielen Frauen, die Biologie studieren, ist es ja auch nicht so einfach. Und obwohl er selber nichts mit dem Thema zu tun hat, fällt ihm immer irgendwas ein. Also sehr kreativ. Ist ein Student, den ich auf jeden Fall viel Glück wünsche für die Zukunft. Ich glaube, der wird einiges reißen in dem Projekt. Er sollte unbedingt weiter in der Mikroskopie arbeiten und im Labor. Das ist das, was er unbedingt machen möchte, was ihm liegt. Und ich drücke ihm die Daumen, dass er alle Kohle dafür kriegt, die ihr zusammenraffen könnt. Der Ernst ist der Richtige für Wissenschaft.